Warte, warte, warte. So Leute, und hier weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich mache mal meine Lampe aus, vielleicht haben wir so genug Licht. Kampfgemeinschaft erfordert Kameradschaft, steht da. Und weiter, sie ernährt sich besonders in Not und Gefahr. Open? No, it's not open. Das ist ja mal krass, oder? Weißt du, was mit den Metallplatten passiert ist? Soll ich es dir sagen? Die wurden, wenn das Ding sich bewegt hat, wurden die immer hoch und runter gehebt. Oben. Ja. Hm, automatisch. Ja, haben wir denn hier auch irgendwo die Möglichkeit runterzukrabbeln? Jo, danke. So, meine Leute, wir gehen da jetzt runter. Und ich habe ja Höhenangst, aber so hoch ist es nicht. Ja, aber langsam, ne? Geht das auch an? Ich bin so ein Kabel dran. So, Jörg, setz dich erstmal hoch. Weil er so klein ist und so gut riecht. Jetzt ist die Hose gerissen. Dankeschön. Gerne. Oh, hier ist er zu. Wenn ich einmal groß bin.
drin. Oh, 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 hier. Ist auch zu, ne? Ja. Ja. Aber da kommen wir hoch. Müssen ja eh da hoch. So, so sieht das also aus hier. Nicht, dass die dann nicht draußen fehlt, die Rausche runter, weil es jetzt wäre scheiße. Nee, da sind Rollen auf den Stufen. Die Stufen sind Rollen. Ach so. Okay. Weiter runter, weiter runter. Weiter? Nee, du bist daneben. Ja, da, genau. Also auf meiner nächsten Sprosse ist ein bisschen Abstand, ja. Ja. Und jetzt noch das Licht an. Boah. Mega. Das ist wirklich krass. Wollen wir direkt hier durchlaufen, wo wir mal Handy mitnehmen? Ja. Ultraweit auf. Achtung, Achtung, bitte öffnen Sie die Luke. Bitte öffnen Sie die Luke. Auch zu? Guck mal hier, finden wir noch Zahlen drauf. 1937 bis 39. Top-Zustand. Die wollen nicht, dass wir da reinkommen. Drauf. Das waren mal richtige Armaturen. Und hier haben wir schon häufiger gesehen, die Lichtschalter. Komplette Verrohrung ist noch da. Überdruckventil. Wir wissen, waren die Bunker ja immer mit Überdruckventilen ausgestattet, falls es Gasangriffe gab, die es ja im Zweiten Weltkrieg nicht gab, offiziell jedenfalls nicht. Dann ist das Gas von außen nach innen gewichen. Warum sage ich inoffiziell gab es keine, oder offiziell gab es keine Gasangriffe? Die Russen haben zuletzt Phosphor genutzt und der Phosphor, wenn er verbrennt, dann entstehen giftige Gase. Und deswegen gab es doch auf der einen Seite quasi Giftgas. Das ist aber nicht durch die Genfer Konvention geschützt. Das wissen die wenigsten.
So, hier wird wahrscheinlich der Maschinenraum gestanden haben. Man riecht es auch noch. Vielleicht waren auch hier nur die Ölfässer. Aber ich denke eher, das ist der Maschinenraum. Lass uns mal reingehen. Guck noch. Genau, das ist die Gasschleuse mit Seeschlitz. Und hier sind wir dann im Korridor, im ersten Korridor. Hier sehen wir auch schon die, auf dem Boden die Schienen der Lore. Und glücklicherweise stehen die Türen alle offen. Spinne. Und hier war die Elektrounterverteilung. Teilweise kann man sie auch noch erkennen. Das ist sicherlich ein Kasten, Stromkasten von der damaligen Zeit. Der Rest ist leider nicht mehr vorhanden. Da oben kamen sicherlich die Kabel her. Ja, hier ist alles gefliest, falls dann entsprechend Öl etc. Dann konnte man es ganz gut abwischen. Lass uns mal weitergehen. So, man kann verschiedene Farben bei den Rohren erkennen. Das eine ist Zuluft, das andere ist Abluft. Was genau was ist, kann ich leider nicht sagen. Könnte aber auch Wasser sein, ne? Ja, schwierig. So, hier konnte man die Loren entsprechend dann nach da oder nach hier schicken. Und wir starten, glaube ich, mal hier auf der Seite. Ja, an der Decke sehen wir die erste Laufkatze. Die war natürlich dafür da. Die Loren konnten ja nur bis hier fahren. Und dementsprechend wurde dann die Munition bzw. die Kartuschen wurden hier entnommen und wurden dann hier durch die Bunkertüren in die Gefechtsräume oder die Verladeräume geschickt. Und hier oben an der Decke sehen wir weiterhin die Laufkatzen. In Zweierform, Zweierreihe. Und hier wurden die Kartuschen entladen. Von den Laufkatzen wurden sie hier draufgelegt. Man kann es auch erkennen, warum ich weiß, dass es Kartuschen sind. Hier oben sind die Beschriftungen. Das sind Kartuschen. Wir sehen gleich später auch noch die Abbildung für die Granaten. Genau, das sind quasi die Aufzüge. Und die konnte man hier entsprechend, das funktioniert leider nicht mehr, manuell hoch und runter hieven. Hier steht sogar noch was. Entnahmestelle, Tür schließen, Beladeseite, Tür öffnen, Schleuse beladen, Tür schließen. Unfassbar. Nach so vielen Jahren können wir das noch erkennen. Wirklich unvorstellbar. Leute, das ist wirklich unvorstellbar. Überdruckventil hatten wir schon. Und hier hatten die Mannschaft die Möglichkeit, in den Bunkereingang zu kommen. Wir waren gestern in einem Museum und in dem Museum konnten wir sehen, dass man die Wände nicht anfassen durfte bei Beschuss. Weil wenn man das täte, dann besteht die Möglichkeit, dass man das nicht überlebt. Wir gehen weiter. Teilweise sind schon Teile der Laufkatze abgenommen worden, beziehungsweise abgefallen. Hier können wir auch sehen, dass man entweder auf die eine Seite der Laufkatze, beziehungsweise auf die andere Seite die Kartuschen dann beladen konnte. Also blau wird Abluft oder Zuluft gewesen sein und gelb, habe ich gerade gesehen, das müsste dann entsprechend, ich würde sagen, Abluft sein, weil die ist deutlich größer und Abluft war wichtiger, weil wenn hier die Kanone schießt, dann entsteht natürlich eine Menge Abgase. So Leute, und hier weiß ich gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich mache mal meine Lampe aus, vielleicht haben wir so genug Licht. Kampfgemeinschaft erfordert Kameradschaft, steht da. Und weiter, sie ernährt sich besonders in Not und Gefahr. Altdeutsche Schrift, handgezeichnet, unfassbar. Das ist extrem selten in diesem Zustand, nicht übermalt, absolut Originalzustand, mehr geht einfach nicht. Hier haben wir wieder die Mechanik, die wir kennen können. Und tatsächlich, Leute, tatsächlich, ihr glaubt es gar nicht. Ich bewege hier und es funktioniert nach 80 Jahren. Leute, es funktioniert nach 80 Jahren, funktioniert das noch? Unfassbar. Unvorstellbar. Das darf doch nicht wahr sein. Oh, unvorstellbar. Das war jetzt zwar mit ein bisschen Kraftanstrengung verbunden, aber ihr habt gesehen, ich habe das mit einem Arm gemacht.
Es funktioniert immer noch nach über 80 Jahren. Wow. Wow, wow, wow. Hier sehen wir ein altes Kreuz. Auch aus der damaligen Zeit. Mein Gott. Guckt euch das an. Unvorstellbar, Leute. Das darf doch nicht wahr sein. Die Treue ist das Mark der Ehre. Und in der Mitte sehen wir einen Adler mit Hakenkreuz. In Deutschland absolut verboten. Hier können wir das auch sehen. Und kein Graffiti. Seht ihr das? Es ist eher überhaupt kein Graffiti in diesem Raum. Das ist abnormal. Noch ein Zeugnis, warum dieser Bunker auf jeden Fall geheim bleiben muss. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Hier sehen wir wieder die Laufkatzen. Ein Zwischenraum. Der führte hier damals in Richtung des Geschützes. Und wir gehen weiter. Und hier, unvorstellbar, hier sind noch Laufkatzen. Aber guck, ob die noch funktionieren. Oh, okay, die sind auf jeden Fall schon gut fest. Ne, die lässt sich nicht mehr bewegen. Unvorstellbar. Die Laufkatze ist noch immer hier. Nach über 80 Jahren ist die Laufkatze noch hier. Und hier ist wieder ein Schriftzug. Gefangensein bringt harte Härte ein. Drum Ficht, Sicht, drum Sicht, bis dir das Huge bricht. Das Huge bricht. Gefangensein bringt harte Härte ein. Drum Ficht, bis dir das Huge bricht. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber schaut euch mal das Eichenlaub an hier. Und die Schrift, das ist doch unfassbar. Hier sieht man noch die Bleistiftzeichnung, die Vorzeichnung. Und hier sehen wir, warum ich weiß, dass es unterschiedliche Aufzüge gibt. Das hier ist für die Geschosse, für die blauen Geschosse. Das waren die schweren. 890 Kilogramm haben die gewogen. Die gelben übrigens 475, die gelben 475 Kilogramm, die blauen 890 Kilogramm. Das ist ein alter Aufzug. Der Stahl wurde sicherlich später dran gebracht. Datum müsste man eigentlich erkennen, wahrscheinlich hier 2000er Baujahr. Und hier ist alles zugemacht. Und hier ist auch noch eine Laufkatze. Mal gucken, ob wir die bewegen können. Das wäre ja wohl krass, wenn wir die nach so vielen Jahren noch bewegen könnten. Aber die sind leider, sind die komplett verrostet. Ach ja, da passiert leider gar nichts. Mein Gott. Schaut euch das an. Unvorstellbar, Leute. Hier ist noch ein Raum. Das müsste auch der letzte sein. Und hier haben wir wieder einen Kartuschenraum. Ja, da oben. Zweifarbige Kartuschen. Warum gab es verschiedene Kartuschen? Das erzähle ich euch mal. Also, ich zeige euch das mal. Es gibt zweifarbige Kartuschen, weil man ziemlich genau auswählen bzw. errechnen konnte, welche Reichweite die Kanonen hatten. Man hat ja das Gewicht, das Startgewicht der Granate, 890 bzw. 475, glaube ich, Kilogramm. Und da gab es verschiedenfarbene Kartuschen und die wurden dann entsprechend mit Nitroglycerinladungen, das waren so kleine Würstchen, etwas längere Würstchen, beladen. Und man hatte anhand der Entfernung, die man messen konnte, dann relativ gut und genau errechnen können, wie viel Treibladung man für welches Geschoss benötigte. Und dann hat man noch die Höhe und die Seite ausgerichtet und hat man geschossen und dann hat man mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit getroffen. Also unvorstellbar, wie genau das damals vor über 80 Jahren war. Und auch hier, also das ist unvorstellbar. Guckt euch das bitte mal an, in welchem Zustand wir das hier noch vorfinden. Auch hier wieder die Kreuze. Leider hier zu und hier oben wieder die Laufkatze. Leute, also ich habe schon vieles gesehen, aber das gehört sicherlich zu eins meiner Highlights, die ich überhaupt gesehen habe. Der Bunker ist komplett erhalten, keine Graffitis, kein gar nichts. Hier ist alles noch wie damals und hier haben wir auch noch eine Laufkatze. Ich möchte heute noch eine Laufkatze bewegen. Und ich hoffe nochmal,
dass die sich noch bewegen lässt. Aber die ist auch dicht. Nee, keine Chance hier, die Laufkatze noch zum Bewegen zu bringen. Eine Lore. Hier ist sogar noch eine Lore. Oh, und die lässt sich noch bewegen. Unvorstellbar. Unvorstellbar. Das ist unglaublich. Was haben wir hier für einen Raum? Was haben wir hier? Das sieht auch wieder nach Abluft aus. Warum Abluft? Ich hab's ja gerade schon gesagt, ist größer als Luft. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off or get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down. I'll be getting loud, you can have a douse, not what I'm about. Have your fucking clout, it be raining out, I keep making sound, go another round.